Und du hast noch wunderbare Leute im Schlepptau sozusagen. Die Bühne füllt sich. Ach guck mal, es wird ja immer schöner. Ich bin doch schon jetzt schon mal doppelt wie eine alle Kieslaster. Leck mich am Arsch. Was bringst du mir denn da mit? Dann wäre ich jetzt reisig. Ja, das sind alles Menschen, die sich für den Fußball einerseits engagieren und auf der anderen Seite, ja, wir wissen selber, was gerade... Wir müssen ein bisschen nach vorne gehen. Kommt ihr ein bisschen mit? Wir sind alle Leute, die aus dem Fußballbereich sind und auf verschiedenste Art und Weise versuchen, die Vielfalt zu transportieren und auch rüberzubringen. Ja, und da sind sehr, sehr tolle Gäste heute da und ich würde sagen, ich sag mal... Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Vielfalt. Deswegen heute natürlich Fußball, die Vielfalt. Wir haben ein wunderschönes Motto. Und ihr Lieben, unser lieber Bernd Neudorf ist da und wird uns jetzt zeigen, oder kurz, ganz kurz, denn wir haben nämlich hier hinten, wird fleißig umgebaut, ein bisschen zick nur. Aber lieber Bernd, Vielfalt, was ist da dein Statement? Ja, vielleicht sollte ich erstmal sagen, woher ich komme. Ich bin der... ein klassischer Funktionär und man glaubt ja gar nicht, also auch Funktionäre setzen sich mit dem Thema zusammen. Ich bin der Präsident des Fußballverbandes hier am Mittelrhein und ja, es ist ganz toll. Ich war diese Woche, hatte ich auch das Vergnügen, in München zu sein bei dem Spiel und habe gesehen, was da bewegt werden kann Richtung Vielfalt. Es waren enorm viele, wahrscheinlich genauso viele wie hier, bunte Farben da. Manuel Neuer mit der Armbinde, das ist der Profibereich, aber Goretzka mit seinem Zeichen. Aber wir setzen auch als Amateure solche Zeichen, weil als die Entscheidung der UEFA gekommen ist, wir haben als Fußballverband Mittelrhein unser Logo auch in die Regenbogenfarben getaucht. Wir haben klar Kante gezeigt und ich sage immer, unsere Satzungen und unsere Präambeln für unsere Satzungen, die besagen so viel Gutes, die sagen, dass wir Vielfalt leben wollen, dass wir Toleranz brauchen in der Gesellschaft. Aber wenn es drauf ankommt, dann muss man das auch zeigen und das haben wir getan diese Woche und wir haben ganz klar Stellung bezogen und Farbe bekannt und tun das sehr offensiv, auch in Richtung Vielfalt. Weil der Fußball, sage ich immer, gehört nicht den Profis, der gehört nicht den Amateuren, der gehört uns allen, der gehört der Community, der gehört Frauen und Männern gleichermaßen. Und wir tun alles dafür, dass alle ihr Hobby auch im Fußball dann ausleben können. Und ich bin froh, heute hier sein zu können und ja, mit Ihnen und euch das hier feiern zu können. Vielleicht noch ein letzter Satz. Wir haben, damit man sieht, wir haben nicht nur Satzungen und Präambeln, zu denen wir stehen und die wir leben wollen. Wir haben auch, sind auch wirklich aktiv geworden. Hier neben mir steht der Initiator dieser wunderbaren Veranstaltung und wir sind ganz offensiv an Andreas Schiene herangetreten, haben gesagt, wir brauchen jemanden für die Szene, für die Community, auch im Fußballverband, der Ansprechpartner ist für all diese Themen. Und Andreas hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, bei uns mitzumachen. Er ist künftig derjenige beim Fußballverband Mittelrhein, der diese Themen behandelt, der sie betreut, der ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner ist. Da bin ich sehr froh, dass das gelungen ist. Und ja, insofern toll, dass du mitmachst, Andreas. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd. Du als FAM-Präsident, dass du hier heute hier bist, ist für uns wirklich eine große Auszeichnung. Und ich möchte eins dazu sagen, ich habe dieses Amt gerne angenommen, aber ich weiß auch, ich bin nur der Auftakt. Ich bin derjenige, der weiß, dass ich nicht für alle queeren Themen zur Verfügung stehe. Dafür bin ich viel zu alt. Warum soll ein junger Mensch, der schwul oder lesbisch ist, zu mir kommen und mir was erzählen? Also das heißt, ich habe auch gleich Kontakt zu Renny wieder aufgenommen. Wenn wir mit den Menschen über ihre Themen sprechen wollen, dann müssen auch die richtigen Leute ihnen gegenüber sitzen. Und ich arbeite da nicht alleine, sondern ich versuche auch, dass auf Dauer jemand, eine Frau und auch ein diverser Mensch bei uns diese Funktion wahrnimmt beim Fußballverband Mittelrhein. Ich bin nur der Auftakt. Vielen, vielen Dank. Lieber Andreas, und dann hast du noch, ja, wie gesagt, ich laufe immer noch raus. Das war der Lieblingsspruch, Spinner und Röppel, wie der Halle Gies, hast du gesagt, ne? Ja. Bei drei Strophen, kurzen Worten, das alles zusammen. Hasenzähnchen. Mr. Gay Germany. Du musst mir jetzt mal erklären, mein lieber Fußball, Mr. Gay Germany, nur wenn er ihn, ja, erklär es mir. Wie bringst du Fußball, Mr. Gay Germany zusammen? Bist du auch so, ja, funktioniert. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Benjamin. Ich bin, wie du schon gesagt hast, der aktuelle Mr. Gay Germany. Ich habe bei der Wahl mitgemacht als Mr. Gay Germany. Ich bin der Botschafter der Community. Und um dort teilzunehmen, muss man eine Kampagne ins Leben rufen. Und ich habe für mich einfach entschieden, ich mache mein Herzensthema, das ist das Thema Fußball.
Und ich habe selber Fußball gespielt, daher weiß ich, was auf den Amateursportplätzen abgeht, auch mit Sprüchen etc. Und deswegen lag es mir sehr am Herzen, dass ich einfach das Thema Homosexualität im Fußball behandelt habe. Wenn jemand von euch, von Ihnen, ein Herzensthema hat, dann kann ich euch nur dazu aufrufen, macht bei Mr. Gay Germany mit, bewerbt euch, das könnt ihr euch online bewerben bei mrgaygermany.de oder auf Instagram. Macht gerne mit. Es ist eine super Sache, weil es nicht um die Optik geht, sondern es geht um den Inhalt. Und wir haben es alle die letzten Tage mitbekommen, die Regenbogenfarben, das war das große Thema in Bezug auf Ungarn. Und es gab von einem ehemaligen FIFA-Präsidenten im Januar 2011 einen Spruch, den er gesagt hat, bei der Fußball-WM 2022 sind alle Menschen willkommen, aber er bittet doch die queeren Menschen, ihre Sexualität oder ihre Liebe in dieser Zeit zu pausieren. Und deswegen habe ich die Kampagne Liebe kennt keine Pause ins Leben gerufen. Da habt die meisten von euch haben einen Flyer davon bekommen und da wollen wir einfach erreichen, dass der DFB, genauso wie er es jetzt gemacht hat, bei der Fußball-Europameisterschaft, auch bei der Fußball-WM 2022 in Katar ein Zeichen setzt, die Regenbogenbinde trägt und einfach auch ein Statement dazu abgibt, weil es nicht sein kann, dass Liebe zwischen Menschen bestraft wird mit bis zu 5 Jahren Gefängnis und sogar teilweise noch mit der Todesstrafe. Und deswegen setze ich mich für diese Kampagne ein, gemeinsam mit einem sehr guten Freund, mit Bernd Reisig, ehemaliger Fußballmanager. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr zahlreich die Petition unterschreibt. Den QR-Code findet ihr auf dem Flyer. Teilt es, geht's weiter. Und so komme ich zum Thema Fußball. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Statement, die tolle, tolle, tolle Initiative. Und ja, wir haben noch einen dritten. Also lieber Benjamin Nessler, herzlichen Dank dafür. Und wir haben noch einen dritten im Bunde. Der DFB ist ja auch mit von, ja, von also zur Stelle sozusagen. Und mein lieber also Christian Rudolf ist mit an Bord. Lieber Christian, komplettier das Trio. Vielfalt, Fußball, das ist dein Thema. Ja, definitiv, das ist mein Thema. Ja, vielen Dank erstmal. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier irgendwie die DFB quasi in gewisser Weise vertreten werde. Ich komme ja eher aus dem Fanaktivistischen und ich weiß, wie bedeutsam eben so ein Kampf gegen Sexismus ist. Ich beobachte den schon eine ganze Weile, ich bin eine ganze Weile dabei und ich habe jetzt das Glück, dass ich seit 1. Januar beim DFB die erste Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt leiten darf. Das hätten wir uns vor 2-3 Jahren überhaupt nicht gedacht. Und ich glaube, dass wir im Fußball so einiges bewegen konnten in den letzten Jahren. Andreas, dass er jetzt bei Mittelrhein auch Ansprechpartner ist, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen diese Unterstützung eben im Fußball, wir brauchen die Ansprechpersonen. Wir haben das jetzt auch gerade bei der Europameisterschaft gesehen, wie wichtig auch die Symboliken sind, wie wichtig eben diese Regenbogenarmbinde ist, dass Manuel Neuer damit aufgelaufen ist, offiziell bei einer Europameisterschaft. Dafür haben wir uns sehr, sehr stark gemacht und wir finden es super, dass die Nationalmannschaft eben das so unterstützt hat. Und ja, ein gutes Beispiel ist eben auch Mittelrhein da wieder. Ich will einfach hier bleiben, weil man muss auch mal ein bisschen Lob austeilen, wenn wir mal den DFB und die ganzen Strukturen auch kritisieren. Aber ich glaube, das ist auch ein Riesenerfolg, dass wir jetzt geschafft haben, dass einige Landesverbände das umsetzen, dass Transiter divers auch endlich diskriminierungsfreier Fußball teilhaben können. Und wir haben da noch nicht alle Antworten gelöst, aber wir sind dran und dafür brauchen wir euch, wir brauchen die Vielfalt. Und ja, macht bitte weiter so. Danke. Vielen, 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 vielen Dank. Liebe, einen riesen Applaus, ein herzliches Dankeschön. Helft weiter, bringt das gute Leben in Schwung. Für euch heute Bernd Neuendorf und der Christian Rudolf und der liebe Benjamin Nessler. Herzlichen Dank.